Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe FIFA 21 Karrieremodus mit dem geilsten Verein der Welt, SK Rapid Wien. Ja, ihr seht, es geht weiter auswärts bei Sturm Graz. Unsere beiden Stürmer, Ercan Kara und Funtos, immer noch die Führenden der Torschützenliste. Sagen wir, gehen gleich mal ins Spiel rein. Spieler sind alle fit, wie wir sehen, also kein Grund, wieder irgendwas großartig zu ändern. Sturm spielt mit einem 4-1-3-2. Auch interessante Aufstellung, sind nicht zu unterschätzen. Beckham, Ball und Friesenbichler vorne, Doppelsturm, Kitaschwili dahinter, Hirländer und die Mannschaft die Flügel. Dann noch Ingolic, also bringen da schon Qualität mit. Da wird es jetzt da dann drauf ankommen, dass wir unser volles Potenzial wieder abrufen können. Aber so wie das die letzten Spiele gelaufen ist, mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen. Dann geht's los mit der ersten Halbzeit. Sturm Graz gegen den SK Rapid Wien, wir auswärts in Graz. Ljubicic auf Arase, der ist natürlich sehr schnell am Flügel, das wissen wir alle. Arase hat da viel Platz. Flanke. Und er hat Ercan Kara mit dem ersten Kopfball nach 5 Minuten. Die erste große Chance für Rapid. Wollten wir schauen, ob da noch irgendwer dran war. Ja, man sieht leider die Wiederholung nicht. War sogar noch irgendwer dran. Ich dachte, Ercan Kara war es, der da geköpft hat. Diesmal kommt er dran. Ercan Kara selber kann den Ball allerdings nicht entscheidend aufs Tor bringen. Aufsitzer noch, der dann über das Tor vom Jörg Siebenhandel geht. Jetzt mal super dazwischen gegangen. Wieder Kelvin Arase. Arase, Flanke rüber auf Ritzmeier. Und der scheitert da. Siebenhandel wirft sich da noch entgegen und Ritzmeier bringt den Ball nicht im Tor unter. Mit dem Volley da verzieht total und dann gibt es wieder einen Abstoß für Sturm Graz. Also sieht einmal nicht so schlecht aus. Natürlich muss die Chancenauswertung noch deutlich besser werden. Ara Ritzmeier und der ist wieder mal zur Stellung. Macht das Tor Marcel Ritzmeier. Ich habe es ja schon in den letzten Spielen mal betont. Der gefällt mir sehr, sehr gut, Marcel Ritzmeier. Taxi Funtos mit der Ferse. Wahnsinnig gespielter Angriff. Dann kommt der schöne Pass dann noch auf Ritzmeier im freien Raum und er macht nach 12 Minuten das 1:0 für Rapid. Aufgepasst jetzt. Boah. Und da steht es 1:1. Wieder ein Abwehrfehler hinten raus beim Rausspielen. Immer unsere Achillesferse. Ich habe schon einmal erwähnt, Paratsch mit dem Fehlpass zum Gegner und dann macht Sturm Graz das 1:1. Pick im Ball, er war es, glaube ich, ja. Sie fängt das auf Kara und das spielt da einen tiefen Ball auf Arase, der geht durch und dann Arase mit dem 2:1. Das sind natürlich die Bälle, die uns brandgefährlich machen. War knapp gespielt von Arase, obwohl er da gut gedeckt war. Arase, also von Taxi auf Arase und dann Arase kann sich da gegen die Nummer 36 beim Sturm Graz durchsetzen und macht in der 29. Minute das 2:1 und holt somit erneut die Führung für Rapid raus. Ritzmeier. Und das wieder auf Arase, der macht eine gute Partie, immer wieder gefährliche Vorstöße, aber die Flügel, die Flanke und der Ercan Kara kann den Ball nicht das Tor bringen, da ist noch ein Spieler dazwischen, es gibt Ecke, die bringt nichts an. Ljubicic muss jetzt da von hinten nochmal das Spiel ordnen. Ritzmeier, Flanke, Funtos! Und der Ball geht an die Außenstange, glaube ich. Ich glaube, ihr habt es gehört. Aluminium von Taxi Funtos. Da war Siebenhandel nicht mehr dran und der Ball geht an die Stange und es bleibt beim 2:1. Und es geht mit der 2:1-Führung in die Halbzeit, Leute. 2:1 auswärts bei Sturm Graz zur Halbzeit. Das kann sich, denke ich, schon sehen lassen. Das eine Gegentor war natürlich wieder unnötig, aber wieder blöder Abspielfehler da hinten. Wir erinnern uns ans erste Gegentor. Richard Strebinger am Posten. Super Parade. Ja, das Spiel jetzt in der zweiten Hälfte ein wenig zerfahren. Wenig richtige Torchancen. Jetzt vielleicht mal Taxi Funtos. Und der macht das 3:1 in der 69. bzw. 70. Spielminute. Taxi Funtos.
hinkt da den Ball schön von Yatschankara, serviert in den freien Raum. Das sind natürlich die Situationen, die Torchancen, die man braucht, die Pässe in die Tiefe. Und dann macht Daxi Funtas einmal mehr das 3:1 für Rapid. Pass auf Daxi Funtas von Yatschankara, was glaube ich wieder, der sich da auch in Position läuft. Kriegt er dann den Ball von Daxi Funtas und köpft an die Stange. Wieder mal Aluminium für uns. Der Ball auf Kara. Und der bringt es dann nicht mehr zusammen. Wieder ein Kopfball und wieder geht der Ball über das Tor. Oh, schöne Anlage von Lubitsch war es, glaube ich. Da gibt es den Schuss. Strebinger noch dran und Sturm Graz stellt in der Verlängerung. Eine Minute nach der offiziellen Spiel, in der eine Minute in der Nachspielzeit macht Jakub Janczak das 3:2. Schaut euch das an, zuerst super Vorlage, dann gibt es da noch den Pass weitergelegt und ich glaube, zumindest hat es ausgesehen, wie wenn Strebinger sogar noch dran gewesen wäre, Janczak dann mit dem Volley. Okay, doch nicht, nein, war niemand mehr dran, Janczak macht das 3:2. Kapitän Jakub Janczak in der 90. in der Nachspielzeit. Stellt er auf 3:2. Das gilt es dann natürlich aufzupassen, dass wir da nichts ins mehr einfangen. Und es geht 3:2 aus. Das Spiel endet 3:2 gegen Sturm Graz. Wichtig sind wieder die 3 Punkte. Das ist dann am Schluss doch noch ein bisschen knapper geworden. Wir haben sogar minimal mehr Ballbesitz. Aber schaut euch mal die Schussstatistik an. 12:3 Torschüsse. Die Chancenwertung ist natürlich bei uns wieder schlecht. Man sieht, Schussgenauigkeit 58, Jahre in Sturm Graz 100% hat. Wir haben von den 3 Schüssen 2 ins Tor untergebracht. Also da unterscheidet sich dann das Ganze. 2 Kämpfe auch deutlich mehr. Man of the Match, Daxi Funtas. Jo Leute, es gibt wieder einen Monatsbericht der Jugendmannschaft und auch ein Scouting-Update. Mal schauen, wie das Ganze so aussieht. Unser nigerianischer Nachwuchstormann Chukwu hat sich bereits um einen Gesamtpunkt gesteigert. Johannes Moser 57 Gesamtstärke bereits. Wäre vielleicht ein Kandidat bald für die erste Mannschaft, wenn er noch ein bisschen besser wird. Ich glaube, Joachim Wallner, wenn man sich das Potenzial anschaut, kann man rausnehmen. Der wird dann nicht wirklich uns viel weiterbringen. Und dann noch Jürgen Weiß mit einem sehr guten Potenzial, 51 Gesamtstärke, der könnte auch noch was werden, schwacher Fuß, 5 Sterne, also 15 Jahre erst, auch ein gutes Talent sicherlich. Und ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein, ob das Scout nicht für uns noch das ein oder andere neue Talent hat. Ernst Kogler kann man mal mitnehmen, Gesamtstärke schaut ganz gut aus, schauen wir mal, wie sich der dann entwickelt. Wir haben mit Nico Seidl ein super Talent, Leute, 73 bis 94 Potenzial, schaut euch mal die potenziellen Werte da an, also den werden wir auf jeden Fall mitnehmen, Nico Seidl. Joachim Binder, das sind jetzt mal die Leute, die ich aufgrund von der Gesamtstärke mal mitnehme, mal schauen, wie gut die dann wirklich sind. David Tresch kommt nicht in Frage, ist dann Kaiser leider auch nicht, Paul Wiesinger. Auch ganz gut vom Potenzial her, kann man mal mitnehmen. Und auch Jonathan Hoffmann werden wir jetzt mal mitnehmen. Können da auch gleich nochmal in die Akademie reinschauen. Was haben wir denn da jetzt? Ein neues Joachim Binder ist, glaube ich, neu. Ist ein ZM, 52 Gesamtstärke mit 15 Jahren. Mal schauen, wie der sich entwickelt. Nico Seidl mit 60 Stärke bereits, Leute. Könnt gerne mal kommentieren, ob wir den bereits jetzt schon in die Profimannschaft draufziehen sollen. Beziehungsweise spätestens im Winter oder im Sommer wird er wahrscheinlich ein neuer Backup werden für Yusuf Demir, dann, weil Granas Milner doch schon 28 ist, glaube ich. Also brauchen wir uns da eigentlich um die Position gar nicht wirklich so Gedanken machen. Da haben wir ein super Talent mit Nico Seidl in den eigenen Reihen. Kann auch Mittelstürmer spielen. Ernst Kogler, 56 Stärke. 16 Jahre jung, kann sich auch noch verbessern, sicherlich. Wiesinger kann auch viele Positionen begleiten, 56 Gesamtstärke. Also da sind noch einige Talente drinnen, die könnten noch gut werden, sage ich mal. Jonathan Hoffmann, ein Stürmer, auch Potenzial bis 87, mal schauen, was er rauskommt. Schneller Stürmer, vor allem Antritt ist gut.
Ja, sieht doch ganz nass aus schon mal. Jo, so Leute, dann geht's weiter mit einem Heimspiel gegen die Admira zu Hause. Wir sind bereits 4 Punkte vor dem Last gesetzt unten die Tabelle. Und wir wollen natürlich die nächsten 3 Punkte einfahren. Unsere Mannschaft wie immer topfit von der Kondition. Ja, die Admira spielt auch mit einem 3-5-2, allerdings mit einer anderen Version, nämlich mit zwei zentralen Mittelfeldspielern und einem defensiven, das heißt ohne ZOM, ein bisschen die defensive Variante von uns. Aber sieht auch ganz interessant aus. Los geht's, erste Hälfte im Weststadion gegen die Admira. Dominik Starkel auf Jimmy Hoffa, das sind der ehemaligen Rapid-Spieler da unterwegs bei Admira. Taxi Funtos zeigt es an. Ich glaube, der Ball kam dann ein wenig zu spät. Nein, das Tor zählt, glaube ich. Taxi Funtos macht das 1 zu 0. Ich dachte schon, dass der Ball ein wenig zu spät gekommen ist. Ist sich aber offenbar noch ausgegangen. Ercan Kara war es wieder, glaube ich, der seinen Sturmpartner Taxi Funtos da bedient. Und der macht dann in der 8. Spielminute das 1 zu 0 bereits. Für Rapid im Heimspiel gegen die Admira. Davor. Hier Pass auf Kara. Da kommt der Pass auf Kelvin Arase und der macht selbst mal wieder super Abschluss. 2 zu 0 nach 18 Minuten gegen die Admira. 18. Spielminute. Kara bedient der Yusuf Demir, der macht dann den perfekten Pass. Alles frei für Arase und die Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. 2 zu 0 für Rapid bereits. Ja, vielleicht hin, für die Gefahr hin, dass ihr mir nicht glaubt, dass wir da wirklich auf Legende spielen. Ich kann es auch nicht ganz glauben, aber es läuft einfach verdammt gut momentan auf Legende, warum auch immer. Mit einem Pass auf Kelvin Arase. Flanke. Und ja, Ercan Kara trifft einmal mehr den Pfosten. Das gibt's ja nicht. Jan Ljubicic, Ritzmeier. Yusuf Demir und der macht selbst 3 zu 0. Yusuf Demir setzt da den Ball hervorragend im Tor unter. Schaut euch das an, Ritzmeier, Kara nochmal auf Demir, der hat da ein bisschen Platz, dann macht das mit links und zieht ab zum 3 zu 0 in der 39. Spielminute. Yusuf Demir. Funtas, Funtas. Und diesmal kann Andreas Leitner den Ball abwehren zur Ecke. Ritzmeier. Ercan Kara und der macht dann sein Tor endlich wieder mal mit dem Kopf. Ercan Kara. Diesmal ist er da und bringt wieder einmal mehr nach einer Ecke den Ball im Tor unter. Super Flanke von Ritzmeier, die kommt da hoch ran. Und dann kann sich Ercan Kara wieder durchsetzen. Leitner zu überrascht und dann steht es da kurz vor der Halbzeit 4 zu 0 bereits für den SK Rapid Wien. Auf dem hier gibt es da noch eine Chance vor der Halbzeit. Taxi Funtos, aber der kann dann den Ball nicht mehr entscheidend aufs Tor bringen. Und es bleibt zur Halbzeit 4 zu 0 für Rapid, Pausenführung 4 zu 0. Und wir gehen gleich weiter rein in die zweite Halbzeit. Es gibt natürlich keinen Grund, irgendwas zu verändern nach dem hervorragenden Vorsprung der zur ersten Halbzeit schon. Jetzt der Admira über Jimmy Hoffa. Alles zu statisch bei der Admira, hat man das Gefühl, zu undurchsichtig. Kelvin Arase über die Flügel. Flanke, Ercan Kara kommt da nicht an den Ball. Wichtig noch geklärt von der Admira vorher. Ercan Kara wieder mit dem Kopfball nach einer Ecke und dann setzt er den Ball neben das Tor. Tomic auf Erwin Hoffer. Da gibt es mal die Chance für die Admira, aber Strebinger natürlich am Posten. Und es gibt Abstoß. Achtung jetzt, was war das? Wieder Abspielfehler hinten mal wieder. Und da ist der Anschlusstreffer 4 zu 1. Immer wieder dieselben Abspielfehler hinten. Und Dominik Starkel, der Ex-Rapidler, macht das Tor gegen uns. Schaut euch das an. Strebinger. Was? Strebinger sogar direkt, der da den Ball zum Gegner spielt. Auf jeden Fall Starkel dann dran. Strebinger rennt dann nach raus. Und dann ist natürlich die
Enke total offen und Stakel schiebt dann zum 4:1 ein. Ritzmeier. Versucht es mit einer Flanke, die wird da geblockt. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch mal die Wechseln an, was wir da tun können. Ich glaube, es ist mal Zeit, Dejan Petrovic eine Chance zu geben, auch wenn Marcel Ritzmeier immer hervorragend spielt. Dann können wir Philipp Schobesberger bringen und Thorsten Schick für die Flügel, damit wir da wieder fitte Spieler haben. Reunig geht raus bei der Admira. Und da steht 4:2. Was ist denn da jetzt los? Ich glaube, Jimmy Hoffer war es, der nächste Rapidler, der uns da einschenkt. Verneigt sich hier vor dem Publikum. Ich glaube, Erwin Jimmy Hoffer war es. Kriegt er den Ball, dann nochmal zurück, wieder ein Lupfer und dann war er ganz frei und dann macht er das auch schön, muss man sagen. Ja, Erwin Jimmy Hoffer mit dem 4:2 für die Admira. Achtung, jetzt wieder Erwin Jimmy Hoffer. Was ist da los jetzt? Da kommt er wieder gut zum Schuss. Petrovic, kommt der Ball auf Jaciankara, der kann sich den mitnehmen und dann macht Jaciankara sein zweites Tor an diesem Tag, 5:2 für Rapid. Schön gespielt, einmal mehr Yusuf Demir, der Jaciankara gut bedient und dann, obwohl er noch versucht wird abgedrängt zu werden, macht das trotzdem Jaciankara mit dem 5:2. Sie runter, Yusuf Demir, Kara. Funtas auf Kara. Und er macht seinen Hattrick heute. Erdjan Kara ist on fire. 6:2, Leute. Das ist ja unglaublich. Schaut euch das an. Erdjan Kara einmal mehr. Da hat natürlich Andreas Leitner wieder keine Chance. Haraj, was machst du wieder hinten? Riskantes Spiel, aufgepasst. Und dann kommt der Schuss von Hausjell, war es, glaube ich. Ja. Da hat er nur knapp verfehlt. Sind bereits in der Nachspielzeit. Ja, der Ball wieder ins Nirgendwo, wieder aufgepasst. Kein Abseits, Jimmy Hoffer. Wieder ein Fehlpass, der da gefährlich wird, aber jetzt ist das Spiel zu Ende. 6:2 gewonnen, klare Sache in der Offensive natürlich, machen wir es immer wieder. Und Erdjan Kara mit dem Hattrick heute, der muss einfach Spieler des Tages sein, genau so ist es. Ihr seht es allerdings an der Spielinfo, dass auch der Admira 7 Schüsse hatte. War also wirklich gar nicht schlecht im Spiel, Ballbesitz ziemlich ausgeglichen. Zweikampfstatistik eigentlich auch, also überall ziemlich ausgeglichen. Was bei der Admira halt gefehlt hat, war die Schussgenauigkeit, da nur 57, wie allerdings auch nur 70% Passgenauigkeit bei der Admira auch sehr gut gewesen, also ja, trotzdem 6:2 gewonnen, vor allem durch unsere großartige Leistung von Erdjan Kara vorne und natürlich auch Taxi Funtas und Yusuf Demir, also diese Dreierkonstellation da vorne in der Offensive ist schon sehr mächtig. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like hinterlässt, den Channel abonniert, das Video gerne teilt und in die Kommentare schreibt vielleicht den ein oder anderen Tipp für die Karriere, für den Karrieremodus mit Rapid oder auch was ich bezüglich Videos verbessern kann. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Frelles CR.